Aus purer Fußballfreude wurde plötzlich Chaos. Am Ballermann, da sind Schüsse gefallen. In den sozialen Medien, da kursiert ein Video von der beliebten Schinkenstraße auf Mallorca. Zu sehen spanische Beamte mit Gewehren und Schlagstöcken. Mindestens einer schießt. Die Polizisten, die scheinen einer Gruppe von Alemannia Aachen-Fans zu verfolgen. Diese feierten vorher ziemlich ausschweifend den Drittliga-Aufstieg und den Landespokalsieg ihres Vereins. Laut Polizei sollen einige Anhänger heftig randaliert haben. Bei den Schüssen soll es sich allerdings um Platzpatronen gehandelt haben, heißt es. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.